Warum glauben wir ewiges Leben? Warum glauben wir einmal gerettet, immer gerettet? Bedingungslos einmal gerettet, immer gerettet. Warum glauben wir das? Weil es Gottes Geschenk ist. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz, hat sein Blut für dich vergossen. Es gibt nichts mehr, was du zahlen kannst. Es gibt keine guten Werke mehr, die du tun kannst. Es war von vornherein ohne Werke. Es wird im Nachhinein auch nicht mehr von deinen Werken abhängen. Einmal gerettet, immer gerettet. Zweitens, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir ewiges Leben haben. Wir haben es, es ist abgeschlossen. Einmal gerettet, immer gerettet, weil ewiges Leben Gottes Versprechen ist. Wenn wir nicht an ewiges Leben glauben, dann glauben wir gar nicht an Gott. Und in dem Zusammenhang, lass uns nochmal die Definition von ewigem Leben lesen. Weil es gibt ja Leute bestimmt, die dann sagen, ja, ich glaube an ewiges Leben, aber ich glaube nur nicht an deine Interpretation von ewigem Leben. Ja, ich glaube an ewiges Leben, natürlich glaube ich daran. Das ist ja, was die Bibel sagt, aber ich glaube nicht an deine Interpretation, dass man es nicht verlieren kann. Nun, was ist die Interpretation der Bibel? Was ist Jesus' Interpretation? Und da sagt die Bibel eben in Johannes, ihr müsst das nicht aufschlagen, Johannes Kapitel 10, Vers 27, oder Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Siehst du, ewiges Leben bedeutet, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Aber wenn du glaubst, dass du doch verloren gehen kannst, dann glaubst du nicht das, was hier steht. Dann glaubst du nicht, dass du in Ewigkeit nicht verloren gehen kannst. Siehst du, dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott abgelegt hat. Dann glaubst du nicht an das Evangelium. Glaubst du nicht, was Jesus Christus hier selbst dir sagt?